Hi, ich bin der Günther, ich heiße Sören Bude, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, The Broken Story. Ja, wieder in Silberdorf. Wir haben in der letzten Folge die ganzen Missionen, die es hier gab, abgeschlossen. Hier stehen jetzt alle möglichen Pokémon. Sind sie nicht süß? Beide schauen so knuffig. Ich hoffe, ich verwechsel sie nicht mit meinem richtigen Sohn. Ich mache gerade wichtige Geschäfte mit meinem wichtigen... Jawohl! Raupi ist Businessman! Er ist es! Wie die Destiny Rescue Rangers hatte ich ja auch schon. Da hat er auch irgendwie Kristalle oder so gesammelt. Habe ich auch schon Pump-Multik gemacht. Digga, Businessman Raupi auf großer Reise. Wow, du bist Businessman! Raupi! Der Businessman! Ich such kurz. Es heißt ja, man kann jetzt alle Pokémon, die wir in den Aufträgen gerettet haben, hier finden. Da war gerade ja Raupi. Auf dem Hügel ist da eigentlich noch was los. Du kannst die Geschichte nicht verändern. Was war das? Ich sollte mich nerven, okay, dann nicht. Ah ja, hier drüben. Und irgendwas Dragon Joe. Na ja, fühle ich mich, als wärst du mal Nähe. Oh, hi Günther, schönes Wetter heute, ne? Genau so ein Weg. Na ja, ich finde dich. Und dann ist das Letzte, was ich tue. Hi Günther. Oh, hi Mark. Alter, das Dorf ist echt sehr voll. Das ist halt wirklich nicht Silberdorf aus meiner Geschichte, muss man sagen. Jetzt mal im Ernst, legit. Alleine in diesem Spiel rennen mehr Leute in Silberdorf rum, als ich angebe, dass es in meiner Geschichte sind, ziemlich sicher. Es ist nämlich definiert, dass Silberdorf rund 25 Einwohner hat. Mann, was für ein Tag, ich sollte mich erstmal hinlegen. Oh, anscheinend ist Anton schon drin und steht nicht neben mir. Dann kann ich Günther fangen, ich bringe ihn dir das Metto. Was, nicht fangen? Und ich habe Anton vertraut, ich verpiss mich. Hier stimmt was nicht. Ist alles okay? Es ist halt so logisch. So komplett random. Und dann gehe ich noch ins Haus. Moin, Anton! Während Anton neben mir steht. So, Updates. Jetzt geht die Story richtig los. Shinyx Gang! So, das ist ein schöner neuer Insider dieses Projekts, die Shinyx Gang. Fehlen nur noch, dass die Charaktere aus der Walross Edition 3 eingebaut werden. Kleiner Tipp, geh mal auf Nein. Anderer Remix als im ersten Teil, glaube ich. Ey, was soll ich hier noch tun, außer rum? Videospielauswahlmöglichkeiten in a nutshell. Dieser Screenshot. Hilf mein Geist! Verdammt, ich wurde wieder besiegt, es reicht! Ich hoffe, Wampel ist gut auf. Da bist du ja, Wampel. Tausend Dank, Raupi. Raupi? Ja, tausend Dank, Raupi. Oh, guter Remix. Für was hat man seine Geschäftsbeziehungen? Nein, Wampel gehört mir und niemand kann ihn mir wegnehmen. Ha. Danke, dass du es gerufen hast. Du bist jetzt unter Arrest, Snappo. Leck mich, Raupi. Wird die Wahl schon irgendwie selber rausfinden. So zog Günther los, um seine Bestimmung zu finden. Aber was er herausfinden wird, wird ihn für immer verändern. Wer hat das hier eben gemeint? Wir sind hier nicht fertig. In der Zwischenzeit. Ach, Lloyd und Saku wirklich wieder am Start. Das heißt, das ist jetzt was Neues. Nagi, kennen wir uns? Ja, wegen Saku und Lloyd, erinnerst du dich an uns? Hallo, Spiel. Was macht ihr? Das tut Nagi weh. Lasst ihn in Ruhe. Wir wollen ihm nicht weh tun. Genau so wenig wie dir, Itsuna. Wir wollen nur, dass er sich wieder daran erinnert, wer er wirklich ist.
Ach, ich hab jetzt... Jawohl! Neuer Content! Letzte Folge noch angesprochen. An sich selbst darin. Oh! Oh mein Gott! Hype! Neuer Content! Ein PMD 2 Dialder Remix! Ein Battle! Super Mystery Dungeon Team von Nagi. Der Sprite von Sarko ist ein bisschen komisch, aber egal. Und das Eisstrahl einzige Angriff ist es auch nicht so cool. Ich gehe mal davon aus, dass Leute ein bisschen stärker ist. In der letzten Folge noch gesagt, ich denke, es wird bald neuer Content kommen. Ich habe aber ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es tatsächlich erst nach Missing No ist. Aber jetzt sind wir hier! Hype! Ist vielleicht nur dieser eine Kampf, aber es ist ein... Warum bist du hier, Wanda? Ich glaube, irgendwie alle custom-designten Pokémon sind Glumanda. Deswegen heißt Sarko auch Sarko. Alola Vulpix war einfach in diesen alten Generationen nicht drin. Deswegen musste er es selber machen. Der Fragezeichen, man. Ich hab's. Oh, warte! Entweder war ich von Anfang an blöd oder das ist eine Medley mit mehreren. Das ist gerade auf jeden Fall dunkle Materie, aber das am Anfang bin ich gerade... Das muss ich sagen, das ist so mein... Das, was ich am meisten hasse in Mystery Dungeon. Ich verwechsel oft die Anfänge von Dialga's Fight to the Finish und dem Second Dark Matter Battle. Es würde mehr Sinn ergeben, wenn es von vornherein Dark Matter wäre. Kann sein, dass ich gerade Scheiße gelabert habe. So, Funks. Okay, das wundert mich jetzt, dass Fünx anscheinend eingespeichert war und deswegen... Nee, das ist auf jeden Fall eine Medley. Das ist eine Medley von Dialga's Fight to the Finish und Second Dark Matter. Was?! Der Zoo hat Drachenwut! Ja, also, okay, jetzt kann mir keiner. Feen-Typ ging nicht, oder? Oder warte, hatte Vulpix den? Nee, Vulpix hatte ihn noch gar nicht. Ich hab verloren, was? Das ist eine Maddie. Es reicht! Digga, warum benutzt du uns Drachenwut? Gewonnen. 420, if you know what I mean. Leute, sag mir, was ist los? Leute, nicht Nagi, kannst du dich wieder an uns erinnern? Ja? Warum sind wir alle Pokémon? Das weiß keiner von uns. Ich kann mich auch wieder erinnern. Itsuna, du bist... Das ist kein Traum. Ja, Nagi, nicht so wichtig. Oh nein, ich will doch so eine schöne Wiedervereinigung nicht gleich ruinieren. Wirklich, Nagel. Kann jemand sagen, was hier los ist? Ja, gern. Die dunkle Macht will dich und Nagi haben. Darum habe ich eure Erinnerung gelöst und euch hierher geführt in eine andere Dimension. Oh, die dunkle Macht macht was! Deswegen heißt sie es! Für den Joke gehe ich mich kurz vergraben. Nach dem Part. Doch diese zwei Sternflieger haben sich eingemischt und eure Erinnerungen wieder hergestellt. Warum sind die Erinnerungen so wichtig für dich und was auch immer die dunkle Macht ist? Was ist die dunkle Macht? Die kommt in keinem PMD-Game vor. No original character, bitches! Niemand weiß es, aber durch ihre Kraft konnte ich die Erinnerung von Nagi und Itsuna auslöschen und sie hierher bringen. Unsere Erinnerung? Nago, du Dummkopf, du verrätst alles. Bring sie um. Sofort, Meister.
Jawohl, die dunkle Macht! Die dunkle Macht, die geht ab! Die hat eine gescheite Rolle! War es nicht so, dass die letztes Mal nur irgendwie dabei stand bei Missingo? Die dunkle Macht, die geht ab! Hype! Hype! Nago begann dunkel zu leuchten und einen Sturm zu erschaffen. Was ist das? Ich schaffe es nicht mal in die Nähe zu kommen, um anzugreifen. Sako, Leute, haltet durch! Das ist irgendwie nicht so einfach. Leute! Er spürt die Macht der Dunklen, haha! Wenn er solche Sprüche macht, darf ich das auch. Ein Freund von Nagi ist nur wegen diesem Nagi weg. Itsuna ist auch dunkel. Ich glaube, ich halte das auch nicht mal durch, sorry. Nee, warum sind die weg? Ich wollte doch die Freunde von Nagi genauer kennenlernen. Itsuna, ich muss dir was erzählen. Wie nett, du willst dir sicher erzählen, dass Itsuna nur dank dir existiert, nicht? Stimmt das, Nagi? Ja, aber... Nagi, ich bin nur erfunden worden und jetzt sind alle weg. Das kann nicht alles meine Schuld sein. Nein, weckt die dunkle Materie... Itsuna weckt die dunkle Materie in sich. Oh, du dachtest ernsthaft, du wirst mich los, indem du mich in dieses Pokémon... Da stand jetzt dunkle Macht. Dunkles in dieses Pokémon einsperrst. Ein Versuch, was wird, aber dennoch gegen meine Macht kommst du nicht an. Was? Aber ist das jetzt die Materie oder die Macht? Ich verstehe es, dass es Materie ist. Dunkle Materie, das werden wir... Warte! Bekriegen sich jetzt die dunkle Macht und die dunkle Materie? Wait. Dunkle Macht will kämpfen. Oh mein Gott! Und letzte Folge sag ich noch, ich warte darauf, dass langsam was Neues kommt. Was? Die dunkle Materie und die dunkle Macht bekämpfen sich jetzt? Das Blatt ist natürlich schön von mir höchstpersönlich. Also der dunkle Machtsblatt. Als ob! Hype! Wie geil! Wie geil! Was kannst du? Ich hab keine Ahnung, welchen Typen die dunkle Macht hat. Alter, der Hype ist real! Die dunkle Materie ist ein Lumanda, mir geht's um den Typen. Ein Unlichtgeist-Typ hier. Nicht im Originalspiel, da wechselt sie die Typen. Das heißt, keine der Attacken wird sehr effektiv sein. Hyperstrahl wird gar keinen Effekt haben. Warum geht's auf einmal hier so ab? Ich glaube, wir haben dasselbe Moveset. Warum geht's hier auf einmal so ab? Wie geil, was passiert hier? Die dunkle Macht! Und gewonnen! Die dunkle Materie gegen die dunkle Macht. Oh mein Gott, Alter, der Hype! Und letzte Folge, gerade erst aufgenommen, Alter. Man merkt, ich bin gerade Das ist halt leider, wenn man echt noch mehrere Kämpfe mit der dunklen Materie hatte, auch wenn ich es nicht glaube. Sturm! Oh mein Gott, der Hype! Der Kampf der dunklen Materie und der dunklen Macht schleudert... Aha, so kommt er also in die Sinister jetzt. Und Nagi und Co. Ist das... Sind das Melinda? Ja, wo sind wir? Ihr seid in meiner Stadt, um es so zu sagen. Günther von Smash! Ja! Bin ich auch für... Wer ist Günther? Du bist also nicht Günther?
Nein, nein, mein Name ist Nani und wieso ist dieser Günther so wichtig für dich? Ich würde das sagen, aber wir werden beobachtet. Von wem? Gibt's ein Problem, Bürgermeister? Nein, nein, warum sollte es eins geben? Ich habe so das Gefühl, als wüsste ich, was hier vor sich geht. Alle wachen auf. Oh, ihr seid aufgewacht, endlich. Wie wär's, wenn ihr euch in der Stadt umschaut? Was ist hier los? Warum sind wir in Animal Crossing? Was? Nagi, ich erklär's euch draußen genau wie im Rest. Oh, neuer Content, ich bin hyped. Ich bin hyped. Phynx. Wir sind in einer Creepypasta gefangen. Was? Was? Ja, das heißt, wir werden überall beobachtet und müssen auf Resetti Acht geben. Aber vielleicht gibt's auch Gestrandete, die uns helfen können, die auch gestrandet sind. Gute Idee, lass uns fragen gehen. Warum sind wir nicht in Raccoon City gelandet? Was ist vorhin mit mir passiert? War das die dunkle Materie? Aber ich habe sie doch akzeptiert. Was zum Geier passiert hier nur? Oh, hallo. Warte mal, ist das ein Mensch? Wieso redet er normal? Ihr seid neu hier, oder? Ich suche nämlich Menschen, die mir helfen, hier abzuhauen. Und da sah ich gerade euch hier. Kann sein, dass der Kerl einen Sprung in der Schüssel hat? Wie auch immer, muss los. Die Legende von Hopda. Kann es sein, dass die Leute nicht erkennen, ob wir Menschen oder Pokémon sind? Das wäre ja absurd. Nee, ich denke, Sack hat recht. Wie auch immer, wenn's so ist, lass uns einfach suchen. Oh, jawohl. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Hast du das wirklich nach Animal Crossing statt von dir selber nachempfunden? Hast du überhaupt Animal Crossing gespielt? Fragezeichen, man. Alter, mein Hype ist so endlos real. Ich hab gerne Fusion aus einem Endivion und einem Vulpix. Ja, das stelle ich mir schon auch cool vor. Ich denke, das hier ist sowas, das würde ich so gerne wählen. Animal Crossing mit Pokémon als Villagern. Nee, das klappt nicht. Einfach Animal Crossing mit Pokémon als Villager, stell euch das vor, Inkling! Das merkt viele Farben. Hopp, die Legende zu von Hopp, dem betrunken, ich meine, siegreichen wird nicht. Fühl ich! Und wir sind jetzt in einer Creepypasta gefangen? Oh, Sound TV! Servus! Irgendwie läuft hier im Fernsehen auch um 0:35 nichts Gescheites. Wo läuft im Fernsehen bitte was Gescheites? Mein Schlüssel ist in die Dunkelheit gefallen und auch die Taschenlampe. Ich glaube, da könnte es weitergehen. Hallo, ich meine, was? Dunkelheit und Dunkelheit erwartet mich. Ich glaube, das war ein Kingdom Hearts Phrase. Gegen meine 100 Schläge kommst du nicht an. Ich glaube, das war ein Kingdom Hearts Zitat, aber kenne ich mich nicht mit aus. Oh, ein Shiny Evoli. Ich hab zuerst geblinzelt, Mist. Ich weiß nicht, warum ich sowas so lustig finde. Zeit für einen Dragon Ball Battle. Zeit für Hochspannung. Oh, ich bin gerade so hyped. Ja, mehr Zeit zum Schwimmen. Mehr. Sag mal, warum stehen hier überall die Statuen? Ich bin gerade so hyped. Einfach neuer Content. Wir haben gerade dunkle Materie gegen dunkle Macht gekämpft. Wir wollen die Welt. Wir wollen die Welt LP'n. Spider-Man, Batman, ihr entkommt uns. Möge euch das LP'n vergeben. Mir ist kein besserer Text eingefallen, sorry. Mal die Ausreden. Es war nicht mein Plan, alle LP-Mons gegen Call of Duty auszutauschen. Ja, aber, ne? Wie heißt das Game nochmal, ne? Sag bloß nicht den Namen, sonst werden wir alle sterben. Wer seid ihr? Was meinst du? Als ich mit Nagi unterwegs war, sagte es mir ein Wort, das man in dieser Welt nicht aussprechen soll, weil sonst alles zerstört wird. Woher weißt du das? Im Gegensatz zu Nagi und Sakko habe ich keinen bösen Klon. Ich bin nämlich der böse Klon.
Jetzt reiß dich zusammen, du hast deinen bösen Klon, nur weil es schwierig ist, deinen Namen umzudrehen. Du Begründen! Ey! Wir hatten zu wenig Entwicklung, um... Ich glaube, wir sollten einfach gehen. Nee. Ich wollte eigentlich nur die Häuser erkunden. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass es hier weitergeht. Neue Sachen zu erkunden. Ich bin vielleicht ein bisschen arg halt dafür. Batman kennen wir schon. Ich glaube, ich bin echt ein bisschen zu hart gefühlt hierfür. Aber das ist wirklich genau das. Das ist das, was ich letzte Folge meinte. Das, was ich beim ersten Mal das hier spielen hatte. Was ich halt bisher vermisst habe, weil es für mich nichts Neues gab. Genau dieses Gefühl hier, was Neues zu erkunden. Die alte Sachen, die man nicht kennt, zu finden. Einfach eine neue Erfahrung, ne? Und ich bin immer noch freaking hyped, dass gerade die dunkle Macht und dunkle Materie gegeneinander gekämpft haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann noch, dass später die dunkle Macht zurückkehrt. Na gut, dann fort. Lasst uns verschwinden. Okay. Wow. Ich hatte kaum noch Eisstrahl-WP. Warst du gerade schon hier? Ja. Oh, hi. Hallo, der. Kilix, das ist wie X mit Nummer 13, was? Ich mag diese Elektromaus nicht, die ist zu überhyped. Ja. Das unterschreibe ich. So, ich glaube, ich habe die meisten Dinge erkundet. Wie weit geht's denn hier noch zur Seite? Oh Gott. Ziemlich weit. Ich mach Catrill-Eier. Diese Bäume sind klasse. Und ich bin der 99. Klon. Wow. Digga, das ist ja noch mehr als im Silberdorf gefühlt. Frag mich, wie ich nach Hause komme. Das ist hier gefühlt noch mehr als im Silberdorf. Ich bleib mal hier stehen. Wer hat das Leben verstanden? Markt? Ach, alle sind hier. Lass uns ein Item kaufen. Dafür finden wir gescheite Items. Für was brauchen wir Items? Wow. Ich dachte, hier kriege ich jetzt endlich mal... Tränke! Ich habe zu viel Geld. Ich habe ungefähr 8000 und es kostet alles nichts. Oh Mann, ich komme aber gerade nicht klar, der Hype ist zu real. Okay, wie bin ich hierher gekommen? Ich war in Silberdorf und dann war ein Sturm. Ach, sind alle aus Silberdorf jetzt hier? Warum kann ich nicht ein Pokémon mit Fingern sein? Hier haben sich alle verändert. Solange wir hier sind, sind wir in Gefahr. Ein Ninja muss immer auf der Hut sein. Ja, die waren alle in Silberdorf. Finde den Fehler! Finde den Fehler! Warte, ich bin in der Stadt ohne Schule gelandet, jawoll! Ich bin schüchtern, aber neugierig. Weißt du was über Fragezeichen, Mann? Ja, der hat das Spiel hier gemacht. Ich bin hier, um Leuten einzuheizen. Ja, viel Spaß gegen Nagi. Okay, ich dachte, dieser Sturm bringt mich nach Hause, bei Oats. Der Name. Natürlich nur sagen. Ich glaube, ich sollte wieder aufstehen, aber hier ist es gemütlich. Okay, er hat das Leben verstanden. Digga, wie groß ist das?
Irgendwas Interessantes, aber es gibt dir keine Brücke zu bewachen. Junge, ich werde dir doch safe was übersehen. Wozu braucht man Pokémon Center, wenn an jeder Ecke Statuen zum Heilen stehen? Digga, ist das ein Gag? Wie soll ich in dieser Stadt nichts verpassen? Ja. Digga, ich werde hier die Hälfte verpassen und dann den Weg weiterfinden. Oh, Alter, hier ist endlich mal die Grenze, wollte ich sagen. Irgendwie habe ich Angst, dass es hier weitergeht. Welches Update, PMD Explorers of Art? Das ist ein leeres Haus, um Updates rauszuhauen. Wow. Ich will noch nicht zur Treppe gehen. Ich hab schon das Gefühl, es könnte da weitergehen. Hier ist eine Zeichenvorlage, das war das Einzige, womit ich hier gelandet bin. Ich muss weitermachen, meine DeviantArt-User warten auf mich. Du hast hier Internet? Ja, die Leute in der Stadt sind nett. Das heißt, du sitzt die ganze Zeit online vom Computer, wo du die Leute treffen kannst draußen, die vor der Tür sind? Ich weiß nicht, wie die Leute sind, also auf DeviantArt kann ich niemanden verlieren, im Gegensatz zur echten Welt. Wie meinst du das? Seit ich in diese Welt reingeraten, habe ich alles verloren. Zum Beispiel mein Freund Mark, ihr habt das Glück immer noch zusammen. Auch was? Warte, wie weißt du, wer wir sind? Ja, Mark erzählte mir von euch, aber... Ja, das war eine Anfrage auf DeviantArt. Wie auch immer, ich werde das Sicherheitshaus nicht mehr verlassen. Wer war denn das jetzt? Lassen wir ihn einfach allein? Nee, er wird kommen und uns helfen, wenn die Zeit reif ist. Ich weiß es einfach. Wer genau ist das? Das ist Genji? Nee, oder? Mein Chillast ist es nicht, das ist klar. Ist das noch ein Pokémon Center oder ist das nochmal dasselbe? Ich hab keinen Durchblick mehr. Demops! Und sogar noch ein Günther! Ich bin rund, niedlich und eine Virus-Sicherheitskopierstellung. Jawoll! Fragezeichen, Mann! Schminter, wo bist du? Ich hab eine Pizza für dich! Habt ihr noch nie einen Geist gesehen? Team Crystal. Liebes zu schlafen. Ich sag besser nicht, was ich gerade zuerst gelesen hatte. Ihr könnt es euch alle denken. Sagen wir so, der erste Buchstabe war ein H. Die Helden müssen wohl warten, ich sitze hier fest. Darkness aus dem Mystery Dungeon, Team Crystal. Gott, diese Stadt ist zu groß. Hilfe! Zu viel zu erkunden. Wer da, was ist ein Wiggler? Wiggler sind toll. Was ist das da unten für ein Gebäude? Mein Ding ist... Alles klar, kein Kommentar. Ich komme jetzt zur richtigen Zeit. Ein Kurtle. Was sind das für Leute? Es ist schwierig, Greisball mit Brot zu machen. Und warum sollte man das... Was? Mann, diese Stadt ist zu groß. Ich hab mal Gen 4. Moin. Ich hab fast das Ende von Schwert und Schild vor Release gesehen und bin dann weggelaufen. Wow. Es gibt zu viel. Diese Donuts sind gut, die sind meine Favoriten. Okay, also... Wir haben hier viel zu tun. Die nächste Folge wird vielleicht fast nur mit Erkunden gefüllt. Aber für heute sind wir fertig. Ich bin so gehyped. Es gibt neuen Content. Es ist so geil. Dunkle Macht, dunkle Materie. Es geht ab. Es ist geil. Wir haben eine Riesenstadt zu erkunden. Ich werde die Hälfte verpassen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein zu Pokémon Günther, der YouTuber-Story. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, und ich will es nicht verpassen, ihr hoffentlich auch nicht.